Jawohl, die Lage ist aussichtslos, aber sozusagen beschissen. Hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht? Nur wenn sie den Heldentod sterben wollen. Ich will sofort zum Bericht. Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern. Heute bin ich nur angekommen, sage, bin ich zu spät. Göring, wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Weil ich heute den ersten Drehtag habe. Und stößt auf Stahnsdorf vor. Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feigling! Es steht, wir können nicht kapitulieren, das wäre niemals im Sinne des Führers. Und wir sind seinem Willen verpflichtet! Nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Feigling! Darin! Und da euch ausgerechnet Himmler! Das ist der schlimmste Verrat von allen! Y me voy yo, ¿qué? ¿Qué voy a esperar yo de los demás? Los demás ya están pa'lante conmigo. Weltfremder, unberechenbarer Künstler! ¡Ay, die anderen! ¡Ja, ja, 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 ja! Una, dos, sí! A las 4 de la mañana se creía que la iba a violear. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank! An meiner Person! Speer! Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage! Alle Bahnanlagen, Kanäle, Docks, Schleusen, Schiffe, Lokomotiven, all das zu zerstören, ist der Mann auf der Stelle hinzurichten. Feiglinge! Ist das Feiglinge? Verreiter, Versager! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee im Kehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront! Haben Sie noch Zweifel an einem Befehl? Ich glaube! Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Sofort! Was hat er daraus gemacht? Mein Führer, wie Sie wissen, sind alle ärztlichen Administrationen und Verbände, gibt es für mich keine Aufgaben mehr hier. Nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält. Falls die Russen mich... Ich muss hier weg. Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen, Darin! Der Führer hat die Fassung verloren, er wird sich wieder fangen. Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Offiziere, die sich dieser Anordnung nicht bedingungslos fügen, sind festzunehmen und augenblicklich zu erschießen. Aber dafür sind die jungen Leute doch da. Wenk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Das war ein Befehl! Jetzt suchen Sie ihn! Ich will Federn sehen! Sofort! Verrat! Steiners war ein Befehl! Für alle Essen! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Das reicht! Wenk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Zugleich falle ich dem Russen mit 3 Armeen, die bei Prag bereitstehen, in den Rücken. Feigelein! Poor old man. Glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Fähig, 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 fähig. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Ach, Unsinn! Fähig, mein Führer. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Von vor kommt der Beschuss! Der Führer hat die Fassung verloren, er wird sich wieder fangen. Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut! Sie nennen sich Generale, weil sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Ja, ich hatte recht, ihn nicht in meine Pläne einzuweihen. Es ist... unwahrscheinlich, dass Wenk mit seinen wenigen Verbänden der Roten Armee... Er wähnt sich bereits als Sieger, aber sie werden sehen, Greim. Es wird ein böses Erwachen geben. Wenk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Ich habe Vorsorge getroffen, dass Ihnen, Greim, in Kürze 1000 der modernen Strahljäger zur Verfügung stehen. Damit können Sie die Luftwaffe wieder schlagkräftig machen. Und wir sind seinem Willen verpflichtet. Darin! Kaffee!
Mein Führer! Frau Gammes ist hier! Ja! Mein Führer, das ist ein schrecklicher Befehl, aber ich will ihn ausrufen. So, in unserem Staate möglich gemacht! Mein Führer, bitte! Im Salon aus den abgestellten Fahrzeugen, wir brauchen eh keiner mehr. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke! Mein Führer, ich flehe Sie an, verlassen Sie Berlin! Wir können den Gruppenführer Fiedler nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank! Ja, vielleicht zum Faulpilz! Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann entblößen wir die Westfront. Mein Führer, wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen.